Zeit, euch neu zu kleiden. Jetzt ganz nämlich romantisch. Was ganz? Romantisch. So richtig fränkisch, romantisch. Romantisch. Romantisch, machen wir es romantisch. Bitte schön. Dankeschön. 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 Nochmal bitte schön. Nochmal Dankeschön. Bin ich drin? Jawohl. So, jetzt mache ich romantisch aus dem Weg. Ja. Jawohl. So. Ach, wesentlich angenehmer. Durch die Industrialisierung fanden große gesellschaftliche Umbrüche statt. Die neue Maschinenwelt führte zu Verstädterung und Landflucht. Auch Streitau war davon nicht gefeit. 1832 hatte Streitau insgesamt 81 Häuser mit 577 Einwohnern. In der Nacht des 4. September 1835 vernichtete eine große Feuersbrunst 25 dieser Wohnhäuser und 39 andere Gebäude. Und zu allem Übel hatte Streitau keine eigene Feuerspritze. Nur durch den Einsatz der umliegenden Wehren konnte so wenigstens diese Kirche gerettet werden. Romantisch klingt das vielleicht nicht. Aber es war die Zeit der Sehnsucht der Menschen, der Drang nach Unendlichkeit, Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit niederzuweisen. Seit dieser Zeit gibt es nun auch die erste Aufzeichnung und die Chronik, die Geschichte des Dorfes und Rittergutes Streitau von Paul Oestreicher. Das Oratorio Denuel, das Weihnachtsoratorium, ist ein im Jahr 1858 entstandenes Werk des damals 23-jährigen französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. Er wirkte ab 1858 an der Kirche La Madeleine in Paris als Organist, eine Stellung, die er fast 20 Jahre innehaben sollte. Im Advent 1858 komponierte er innerhalb von 12 Tagen dieses Weihnachtsoratorium, gewidmet seiner Schülerin Madame de Vicomtesse de Grandval. Der kurze homophone Schlusssatz Tollite Hostias beschließt das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns.